Bekanntlich ändert sich ja nichts so schnell wie die Lage, und derzeit ändert sich die Lage besonders schnell, hat man das Gefühl, wenn Sie mal zum Beispiel die US-Indizes betrachten. Ganz schnelle Bewegungen im S&P 500, 3, 4, 5 Punkte innerhalb von wenigen Sekunden, das ist eine Menge Holz, und das ist der Ausdruck dessen, was ich schon öfter angesprochen habe, nämlich dieses Ziehen und Zerren, dieses sogenannte Rebalancing, was hier hinter den Kulissen stattfindet, zum Quartalsende hin. Denn da gibt es Zwänge und Interessen vieler großer Player, und die zerren und ziehen und müssen bestimmte Dinge tun, ob sie wollen oder nicht. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, warum die Sache so nervös ist, warum die Kurse so stark schwanken heute. Hier sehen wir zum Beispiel, wie Lance Roberts zeigt, die Pension Funds, also die Pensionskassen, die sind sehr, sehr stark übergewichtet in Aktien noch und untergewichtet in Anleihen. Die müssen aber ein bestimmtes Verhältnis eben haben an Anleihen zu Aktien. Und wenn sie übergewichtet sind in Aktien und untergewichtet in Anleihen, dann müssen sie eben die Gewichtung von Aktien runterfahren und die von Anleihen nach oben fahren. Wir sehen hier zuletzt nochmal einen Knick, und es war ja für die Pensionsfonds und für andere institutionelle Player durchaus sinnvoll, ihre Anleihebestände zu reduzieren, denn bekanntlich sind die Anleihekurse ja stark gefallen und die Anleiherenditen im Gegenzug stark gestiegen. Also blöd war das nicht, aber man muss eben dann zum Quartalsende ein bestimmtes Verhältnis einhalten. 60-40, 70-30, kommt darauf an, um was es sich da dreht. Aber das ist sozusagen der Hauptgrund aus meiner Sicht, warum wir derzeit diese Nervosität, diese Schwankungsintensität, diesen Volatilsturm derzeit erleben. Und es dürfte wahrscheinlich noch krasser werden. Nun ist es natürlich schwierig, Börsenkurse vorauszusagen, aber man kann eben doch wahrscheinlich machen, dass da einige Nervosität bleiben wird, mindestens bis Monatsende. Eben aufgrund dieses Rebalancings erwarten wir jede Menge Volatilität. Es sind nicht nur die Pensionskassen, die hier ihr Rebalancing betreiben müssen, sondern es sind auch Mutual Funds, die haben einen Bedarf an 107 Milliarden Dollar, die sie an Aktien abbauen müssen, laut JP Morgan, dann eben die Pensionsfonds 110 Milliarden, dann die Norges Bank, dieser Staatsfonds aus Norwegen, 65 Milliarden, und GPIF, dieser Pensionsfonds aus Japan mit 34 Milliarden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Market Maker, Primary Dealer wie große US-Banken, die sich absichern müssen über Hedge-Positionen, und da könnte es, wie Charlie McEligot von Nomura sagt, durchaus Käufe geben von dieser Seite um und bei im Volumen von 31 Milliarden Dollar, je nachdem wie intensiv und schwankungsintensiv die Märkte sind, je tiefer die Kurse gehen, so die Faustregel, umso größer dann auch das Bedürfnis, bestimmte Positionen weiter abzuhatchen, um da nicht in Schieflage zu geraten. Je höher die Kurse steigen, desto mehr Ruhe dürfte da dagegen einkehren. Also das ist ein Ziehen und ein Zerren, das derzeit an den Märkten der Fall ist. Ich hatte diese Grafik schon gezeigt, in der letzten Woche ja die größten jemals verzeichneten Zuflüsse in Aktien oder Aktien-ETFs. Unglaubliche 54 Milliarden Dollar sind da allein in der letzten Woche reingegangen. Im März jetzt 75 Milliarden Dollar. Wir sehen hier in dieser Grafik, wie außergewöhnlich das ist, wie stark also das abweicht. Und wir sehen, dass jetzt insgesamt die Amerikaner eben sehr, sehr stark in Richtung Equities positioniert sind. 50% ist ihre Finanz-Asset-Allokation derzeit in Equities. Debt 21% und Cash 13%. Also da ist man doch durchaus dick dabei, zumal jetzt die Stimulus-Schecks wohl teilweise schon in die Märkte geflossen sind. Household Exposure Equity sehen wir hier unten konstant weiter steigend. Was wir sehen zum Gesamtvermögen der Amerikaner, ist das jedoch geringer, weil eben die Assetpreise gestiegen sind. Und wir sehen oben das Investor-Sentiment, NAAIM, also die amerikanischen Vermögensverwalter, und die sind deutlich weniger bullish, wie sich hier zeigt. Also das ist ein Ziehen und Zerren, man kann es nicht oft genug sagen. Und in letzter Zeit sind ja manche Dinge nicht so richtig toll gelaufen. Zum Beispiel SPACs, zum Beispiel nicht profitable Tech-Unternehmen, IPOs, all diese Geschichten, Most Shorted Stocks, die stark geschorteten Aktien, all das ist ziemlich abgesoffen seit Ende Januar, Mitte Februar. Da ist richtig was nach unten gegangen. Das waren ja die großen Profiteure des Anstiegs zuvor, vor allem seit der ganzen Impfstoffgeschichte, seit Anfang November.
Aber da gibt es jetzt richtig Gegenwind. Und wir sehen auf der anderen Seite jetzt, wenn wir uns die Kapitalströme mal angucken, wir haben also sehr, sehr viel Inflows gesehen in Aktien. Wir sehen aber auch, dass gestern zum Beispiel massive, die höchsten jemals verzeichneten Zuflüsse in das sogenannte TLT, also ein Anleihen-ETF, US-Staatsanleihen, länger laufende Staatsanleihen, 20 Jahre plus. Also hier offenkundig das Bedürfnis, eben die Exposure an Anleihen wieder nach oben zu fahren. Das hat man klar gesehen an diesen Zahlen, an diesen Daten. Und auf der anderen Seite sind wir ja dermaßen ausverkauft bei den Anleihekursen, weil eben die Renditen so stark gestiegen sind, dass da eigentlich eine Gegenbewegung fällig ist und auch war. Die ist auch ein bisschen passiert, aber dann heute Abend eine Anleiheauktion, 7-jährige US-Staatsanleihe ist hier veräußert worden, wo man auch wieder über 60 Milliarden Dollar alleine hier erlöst hat durch diese Emission dieser Anleihe. Und die war wieder ziemlich mäßig. Es gab ja da vor einiger Zeit so einen Schock, als diese 7-jährige oder bei der letzten Auktion einer 7-jährigen Staatsanleihe aus den USA, da war die Nachfrage miserabelst ohne Ende. Vor allem die Ausländer hatten sich da sehr, sehr stark zurückgehalten. Heute ist es nicht wirklich gut, eher schlecht, muss man sagen, die Nachfrage. Aber wir sehen, dass die Ausländer wieder verstärkt zugegriffen haben, während die Inländer deutlich zurückgegangen sind. Also es sind die Ausländer, die jetzt sich wieder hier eingekauft haben, offenkundig. Und das hat die Renditen wieder nach oben gebracht, die Anleihekurse fallen lassen in Reaktion auf diese schwache Auktion. Das wiederum hat auf die Aktienmärkte ausgestrahlt durch Volatilität. Und jetzt kommt noch hinzu, dass Joe Biden jetzt am nächsten Mittwoch in Pittsburgh eine Rede halten will, wo er praktisch jetzt sein Build Back Better Plan vorstellen will. 2 Billionen sollen alleine in die Infrastruktur gehen und 1 Billion ungefähr Social Welfare, also Sozialleistungen im weitesten Sinne. Das würde bedeuten, dass man dann wieder 3 Billionen an neuen Schulden aufnimmt. Kaum zu glauben, dass das noch möglich ist, nachdem man ja schon einen Schuldentsunami hinter sich hat, jetzt in letzter Zeit, seit Beginn der Corona-Krise. Und das soll dann gegenfinanziert werden, zumindest teilweise. Das wird lange nicht reichen, um das gegenzufinanzieren, aber soll gegenfinanziert werden durch Steuererhöhungen für sehr Gutverdiener und eben durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer von jetzt 21% auf dann 28%. Da guckt Donald Trump ein bisschen neidisch, denn er hat das nicht durchbringen können, hat das mehrfach anstoßen wollen, diese Infrastrukturerneuerung, die in den USA ja zwingend nötig ist, aber irgendwie ist das dann sehr früh im Sande verlaufen. Es ist natürlich nicht klar, dass Joe Biden das durchkriegt. Das wird wohl auf den Filibuster ankommen, also auf diese Regelung, dass man 60 Stimmen im Senat braucht von 100, um ein solches Programm durchzubringen. Würde man den Filibuster abschaffen, dann würden 50 Stimmen reichen, plus dann Vizepräsidentin Harris. Und das alles würde dafür sorgen, dass wir dann weitere Nachfrage haben, weil wenn 2 Billionen normal investiert werden in neue Straßen, Brücken etc. etc., dann brauchst du Rohstoffe, dann brauchst du Arbeitskraft, dann brauchst du Transportkapazitäten etc. Und jetzt sagen viele hier schon, die von Market befragt werden in diesen Einkaufsmanager-Indizes, sagen viele, also das ist ja schon krass, was wir hier an Lieferkettenstörungen derzeit erleben. Das ist so krass wie noch nie, seit es diese Befragung gibt. Und die sagen, ja, das könnte jetzt mittelfristig dann auch das Wachstum abschwächen, weil wir einfach bestimmte Dinge nicht liefern können. Auf jeden Fall nicht in der angedachten Zeit. Das wird Wachstum kosten, so sagt man. Und hier sehen wir nochmal die Einkaufsmanager-Indizes Inputkosten. Meine Reden seit gefühlte 300 Jahren, die Inputkosten steigen massiv und die Unternehmen sind zwar teilweise in der Lage, diese Preise an die Kunden weiterzugeben, aber nur teilweise und das drückt auf die Marge. Wir sehen hier mal den Anstieg der Inputkosten am stärksten in Deutschland, dann Eurozone, dann USA und Australien und Japan. Und jetzt haben wir ja im Suezkanal dieses Malheur mit diesem Schiff Evergreen von Evergreen, das sich quergestellt hat. Das führt dazu, dass dieser Kanal, der durch den 13% des gesamten Welthandels läuft,
Der Seetransport machte etwa 90% des gesamten Welthandels aus. Der Suezkanal alleine 13% des gesamten Welthandels. Der kann jetzt erstmal nicht mehr laufen. Und die Frage ist, wann kriegt man dieses Schiff frei? Ist über 200 Meter lang offenkundig. Ist extrem kompliziert. Jetzt sagen schon große Reedereien wie Maersk und Hapag-Lloyd, okay, dann überlegen wir, ob wir nicht um das Horn von Afrika rumfahren, was etwa eine Woche länger dauert, als würde man den Suezkanal nutzen, wenn man von Asien nach Europa etwa will. Shanghai, Rotterdam, die klassische Route. Und das ist das Riesenthema, das natürlich nicht langfristig der Fall ist. Irgendwann kriegt man dieses Schiff da raus, aber man hat auf jeden Fall dann diese Lieferschwierigkeiten jetzt im kurzen Zeitfenster nicht gerade erleichtern können, sondern die ganze Geschichte, die wird sich dann noch deutlich verstärken im kurzen Zeitfenster. Und hier sehen wir mal, mit welcher überragender Technologie hier gearbeitet wird. Hier sehen wir einen Bagger, der mit den absoluten neuesten Methodiken des Kombinats Majorütting arbeitet offenkundig. Also das kann noch ein bisschen dauern. Jetzt sagt man mindestens 6 Tage, keine Ahnung, aber es könnte auch Wochen dauern, so heißt es jetzt inzwischen. Mal sehen, da sind jetzt Teams aus Israel, aus Holland eingeflogen, um jetzt zu gucken, wie kriegt man diesen Kahn da raus. All das, wie gesagt, dürfte dazu führen, dass wir jetzt erstmal dann wieder neue Probleme bekommen, neue Preissteigerungen bekommen, weil Waren nicht geliefert werden können, dadurch knapp sind, dadurch geringes Angebot auf eine gleichbleibende Nachfrage trifft, das lässt die Preise steigen. Und jetzt hat heute sich mal wieder Jerome Powell gemeldet, der gefühlt ja 500 Mal aufgetreten ist in den letzten Tagen und der heute gesagt hat, wieder mal das Mantra, ja, also Inflation ein bisschen vielleicht, aber nicht nachhaltig, aber dann interessanterweise auch gesagt hat, ja, unser Ziel ist, dass wir einen substanziellen Fortschritt machen, was jetzt die Wirtschaft betrifft und auch die Inflation betrifft. Und dann werden wir unsere Anleihekäufe zurückfahren. Das erste Mal, dass Jerome Powell das so gesagt hat, hat das jetzt nicht betont, aber das ist schon jetzt eine Perspektive. Und das würde man dann sehr transparent im Vorfeld schon verkünden und sich dann dazu äußern. Und das Schuldenniveau sei eigentlich untragbar, so hat es Jerome Powell gesagt. Ja gut, dann machen wir halt nochmal 3 Billionen neue Schulden, gell? Dann wird es wahrscheinlich tragbarer, denkt man sich. Und Clarida hatte nochmal, der Vizechef der Fed, auch nochmal gesagt heute, ja, die Inflation, die wird vorübergehend sein. Das sehen die Amerikaner aber anders und würde man in Deutschland eine Umfrage machen, würden die das wahrscheinlich auch anders sehen. 77% der Amerikaner sind inzwischen besorgt über Inflation. Und es sind auch die Jüngeren und vor allem die Jüngeren, die sich darüber Sorgen machen, offenkundig. Das zeigte, dass man dieses ganze Geschwätz der Fed nicht so wirklich ernst nimmt, weil man schlichtweg am eigenen Geldbeutel merkt, dass die Preise steigen. Ich hatte neulich eine Grafik gezeigt, die klar macht, dass seit dem Beginn der Corona-Krise das, was die Amerikaner faktisch kaufen, deutlich teurer geworden ist. Ein stärkerer Anstieg, als es eigentlich in den offiziell ausgewiesenen Verbraucherpreisen sich ausdrückt. Und hier ein Artikel im Wall Street Journal, der die Dinge auf den Punkt bringt. Die Blasen sind zu groß, um platzen zu können. Die Schulden sind zu groß, um wirklich die Zinsen nachhaltig anheben zu können. Das wird gar nicht gehen. Also hat sich das Spiel verändert. Man muss Inflation erwarten und niedrige Zinsen. Das widerspricht natürlich dem Mantra der Fed. Wir haben die Instrumente, die Inflation zu bekämpfen. Das sagt die EZB auch. Das sagen also diejenigen, die keine wirkliche Möglichkeit haben, die Inflation zu bekämpfen, wenn sie denn da ist. Durch was? Das ist die große Frage. Okay, man könnte die Anleihekäufe einstellen, aber das würde die Renditen wiederum nach oben treiben, weil dann eben ein großer, maßgeblicher Käufer fehlt, wie die Fed, die ja so viele dieser neuen Schulden in sich aufsaugt und durch Quantitative Easing eben kauft. Und was haben wir noch? Wir sehen nicht nur in China, sondern auch in den USA inzwischen, dass die Daten sich immer mehr eintrüben, muss man sagen. Hier mal Small Business Outlook for Expansion, also da werden kleinere Firmen, von denen es ja Millionen in den USA gibt, gefragt, ja, willst du expandieren oder nicht, wie ist da, oder kontrahierst du, wirst du kleiner, wie schaut es da aus? Wir sehen, das ist deutlich jetzt nach unten geknickt und hier kann man das mal abgleichen mit der offiziellen Leitzinsrate, die durch die Fed gesetzt wird und das hat schon miteinander zu tun, also da sehen wir einen klaren Zusammenhang. Möglicherweise wird diese Wirtschaftserholung überschätzt derzeit. Wir haben zuletzt auch gesehen, City Economic Surprise Index deutlich nach unten gegangen, weil die Daten zuletzt nicht besonders gut waren.
Und wir auf der anderen Seite aber dennoch Inflation bekommen, also eine Art Stagflation bekommen, das Worst-Case-Szenario für Notenbanken. Und wir sehen weiterhin Risikoaversion ein Stück weit an den Märkten. Im Mindesten sehen wir Dollarstärke. Der Euro-Dollar ist heute das erste Mal seit November unter die Marke von 1,18 gefallen. Der Dollar-Index weiter gestiegen. Also da tut sich was. Auch Bitcoin war zwischenzeitlich 10% unter Druck. Und hier fragt dann ein bösartiger Kommentator, naja, wenn Bitcoin heute 10% gefallen ist, wird dann Tesla vielleicht auch, wenn ich in Bitcoin bezahle, 10% weniger nehmen an Bitcoin. Das ist aber nur ein bösartiger Scherz, denn wir wissen, dass Tesla dann praktisch das einzige Unternehmen sein wird, das überhaupt noch Autos produziert. Alle anderen können sie getrost vergessen. Zumindest mit Blick auf den Aktienkurs könnte man das denken. Also, das ist die Situation. Wir werden wahrscheinlich Nervosität weiterhin haben, Volatilität weiterhin haben. Es wird heftige Bewegungen geben. Im Mindesten noch bis nächste Woche. Dazu kommt dann noch der Feiertag am Karfreitag. Der Gründonnerstag ist ja jetzt in Deutschland wieder geöffnet, gell? Das ist eine Meisterleistung, dass wir also da praktisch nochmal einen Tag mehr zum Einkaufen haben. Jedenfalls wird sich dieses Thema fortsetzen. Das wird das übergeordnete Thema sein. Dieser Kampf, der hinter den Kulissen stattfindet, dieses Ziehen und Zerren, das wird uns nicht so schnell verlassen. Ich verlasse Sie jetzt und wünsche einen wunderschönen Feierabend. Servus und ciao.